Oh, ja. Der Gunwar ist da. Der Gunwar? Das hast du letztens auch schon weggesagt zu mir. Ja, Gunwar ist für mich ein männlicher Name. Nein, ist nicht. Die Gunwar. Yes. Okay. I'm hungry. Ich mal gesagt, Sekunva. Warum kann ich das nicht? Odins. Gunwar, Odins rechte Hacken. Genau. Verstehe. Ah, da rennt schon. Ich hab's gesehen. Live. In Gunni. Hört sich auch wieder doppelt? Ja, ein bisschen. Ja, über den Andrea. Die ganze Zeit. Ja, ja. Red jetzt nochmal. Hallihallo. Ja, hör ich mich. Ja. Ja, mein Mikrofon habe ich jetzt gerade gestummt, das heißt, das liegt nicht an mir. Doch, aber es ist immer da, wenn du da bist. Ja. Ja, aber wenn mein Mikrofon gestummt ist, kannst du dich nicht doppelt hören. Aber wenn du weg bist, dann ist es nicht mehr. Ja? Das hört sich jetzt besser an. Schalt mal kurz den Computer aus. Ja, schon. Geh mal kurz offline. Aber trotzdem, wenn ich mein Mikrofon mute und das hört sich trotzdem doppelt, kannst du dann mein Ding legen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auf alle Fälle von dir aus. Ja, hä? Aber ich weiß nicht, warum. Du und die Steffi sitzen nebeneinander, oder? Nein. Na, wie kommst du? Hallo? Okay. Flammfrog. Okay, dann... Vielleicht muss ich wer anderes stummen einmal. Und wenn es dann weg ist, dann ist der schuld. Aber wir wissen, dass das du bist. Wir wissen, dass du bist. Aber wie kann ich das sein, wenn mein Mikro gestummt ist? Ich weiß es nicht. Drückst du irgendwas falsch? Ja, hä? Ja, Ich kann... Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Aber es ist hundertprozentig von dir aus. Das haben wir schon festgestellt. Kann nicht sein. Doch. Geh doch mal was. Hallo. Ja. Ja. Also, ich hasse euch. So, ja, ich hasse dich auch für das, weil es nervt voll. Ich weiß nicht, ich find's gar nicht so lästig. Ich schau. Okay. Ja, warte mal. Da habe ich Einstellungen. Nein, gib mir jetzt. Dann weiß ich immer, was ich gesagt habe, so im Nachhinein nochmal. Ich wollte das gleiche gerade sagen. Wenn ich vergessen habe, was ich gesagt habe, sag ich nochmal nach. Ah, so gut. Andi soll einfach nicht mehr reden. Ich glaube, das ist die Lösung. Wow, jetzt haben wir da schon ein zweites Obergeschoss. Geil. Was? Da beim Holz und so. Holz- und Steinlager. Ja, und auch das schaut ganz cool aus. Das schaut voll cool aus. Schön. Und das Lager drinnen ist auch erweitert. Oi! Ja? Mit der Schmiede kenne ich mich nicht so aus, da habe ich noch gar nichts richtig gemacht, ehrlich gesagt. Da musst du mal reinschauen, es ist ja nur hinten die Werkstatt. Also das ist ja, da haut man die Erze rein, gell? Und dann können wir da die Barren raus. Auf der einen Seite haust Kohle rein. Also da bei mir haust Kohle rein. Okay. Und auf der anderen Seite haust das Erz rein. Ja. Und fallen da die Bahn raus, genau. Und das ist zwar Kohlemeiler, da haust Holz rein und es kommt Kohle raus. Ah. Ah. Okay. Schaut cool aus. Ja. Ja, da ist das Kohlelager. Ja. Hallo, hallo. Hi. Hi. Jetzt höre ich mich wieder. Jetzt hörst du wieder du. Ja. Gratuliere. Danke. Was ist Eingangslautstärke ist. Ach, los du hast. Los so. Nein. Ausgangslautstärke, Verstärkung. Hey, wir haben einen Sessel. Ja. Echt cool. Der erste von vielen. Ja, wir müssen so richtige. So Essensraum. Speisesaal. Ja, die Taverne. Taverne heißt es. Erzähl ich jetzt da noch doppelt? Hallo? Nein? Ah, sehr gut. Der Verstärker war so hoch eingestellt von. Ah, okay. Was ein Mikrofon. Die Empfindlichkeit von meinem Mikro war so hoch eingestellt. Ah, das kann sein.
Nein, es war so. Das hat halt einfach den Hall von unserem Geräusch aus deinem Kopf verstärkt und dann wiedergeben wahrscheinlich. Ich sag einfach ja. Sag einfach ja. Ich geh jetzt eine rauchen und dann gehen wir zum Bus. Jetzt muss ich mich abreagieren, weil ich so gemeinsam ist. Ich bin immer der Gemobbte. Da schau ich, sitze allein auf dem Sessel, den der Stefan für mich baut. Alter, du weißt gar nicht, wie es mir geht immer. Schau, ja. Ja, wenn du empfindlich bist. Es ist der Stuhl der Schande. Ja, das ist okay für mich. Da, jemand Dress hinten einen Sessel hinbaut. Das ist der Rabe übrigens, da auf der Ecke. Da, hinter dem Eck habe ich einen Sessel hingestellt. Schön. Das ist wirklich der Stuhl der Schande. Er muss ja auch so zur Mauer dran dann so. Ja, tut automatisch, ich habe den Sessel so hingestellt. Setz dich drauf. Ja, das ist schön. Okay. Warte, aktiviere die Kraft. Wir müssen zusammenstehen. Auf die Plätze, fertig. Los! Los! Attacke! Okay. Ich muss so da. Was machst du da? Los! Rein! Also, wir haben gefeit. Das schaut aber lustig. Kann nicht auslocken. Gib mir Schwäche! Loki, beschütze uns! Ah! Ich bin da. Wo ist er? Okay, Steffi, rechts von dir, Kinder. Wo ist er? Wo? Ich sag, mir rüttelt da alles weh. Ich sag gar nichts. Da ist er. Die Gunvan. Tankam. Ja, du, je. Tankam besser. Geh auf mich, was willst? Du musst ihn richtig positionieren. Agro verloren! Ich merk's. Ich muss Bufffood essen. Ja, okay. Ich hab die Agro. Ausweichen! Hat wer Verbände dabei? Kamana mehr! Brauchst du das Tank nicht? Ich bin heiler! Scheiße! Ich hab Agro! Ich hab's. Ist doch die Sache, die mit dem Raid hören will, gell? Er läuft weg, er ist ein Feigling. Ich hupfe ihm auf die Schulter. Hey, geh weg an dir! Voll in meiner Schusslinie. So, und? Er ist tot. Oh, zu viert ist er schon leicht. Er ist, ja. Wir waren es anhostet. Da ist, wow. Ah, genau, so. Steffi muss die. Das Geweih aufheben. Die Steffi braucht die Sachen. Ja. Warte, hier. Ja, genau, da jetzt auf den passenden Stor aufhängen. Wir sind tolle Tanks. Der eine kämpft mit der Faust, der andere mit einem Messer. Ich kann nur lesen, was muss ich denn machen? Ich glaube da, oder? Ja, da ging ich schon anbringen. Genau. Ah, Gegenstand fehlt. Oh, da ist ein Troch drauf. Oh Gott, ich hab Angst. Also das muss, wenn also der da sein, eigentlich. Ja, da wo halt der Hirsch ist. Genau. Steht nur Lesen bei mir drauf. Na, jetzt geht's. Gegenstand, ja. Genau. Kraft aktivieren. Okay, und jetzt gehen wir zum Ondan. Der ist gut, der ist weit weg. Der ist weit weg, ja. Der ist da drüben. Irgendwer kann die Kraft aktivieren, dann können wir sprinten. Ja. Warum seid ihr so langsam? Weil ich Bären gesammelt habe noch. Ich habe rote Pilze gesammelt. Ich hab's auch geschaut. Ja. Passt da. Schaut schon wer zu beim Stream? Hallo? Ich glaube, es ist ein Zuschauer. Ich glaube, das bin ich selber. Okay. Magst du gleich du fahren? Was gegessen? Nein, lass nur den Andreas nicht fahren. Oh je, zu spät. Oh, Stefan, der fährt weg! Andi ist am Steuer! Ach. Beeil dich!
Da lässt uns, da lässt die mal allein. Schnell. Oh. Ah, oh nein, oh nein. Ihr Ruder, okay. Oh. Wir konnten mit dem Floß einmal auf die große See. Ja, aber ich glaube, gescheiter war, sie baue ein eigenes Floß für mich. Das ist vielleicht eine gute Idee. Und beim Zurückfahren kann ich euch dann abholen. Ach nö, Andi, rückwärts. Das geht nicht. Dann bitte, wir fahren da, was das Boot auch bedienen kann. Ich kann nicht. Ja, dann... ja, er weißt du, warum das ist? Er sagt sogar, ja, ich kann nicht. Hinten, ich glaube, ich stecke hinten. Also, weißt du, warum das ist? Auf ihre, vielleicht ist wegen mir. Wer hat das letzte Mal den Bodentasche ausgehoben? Wie wir gefahren sind? Ah, ich mach da 2 Meter groß in Serien, oder? Ja, ja. Ah, schaut, da können wir ja eine Landbrücke bauen. Ja. Was er umherrudert. Okay, es geht, es geht, es geht. Du musst drauf. Oder? Hä? Also, ja, 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 ganz, ja. Ganz heute was. Müsst du das Segel setzen vielleicht nochmal? Muss ich da eigentlich noch hinten drücken lassen oder reicht das von der Seite? Einmal Beine? Noch hinten drücken. Einmal rückwärts. Ja, habe ich. Probier's einmal dran. Es plätschert noch. Geh mal weg. Geh weg da. Wie du mir einfach eine Oberhaus. Ja, ich mag das nicht. Ja, was hast du wohin? Du kannst das halt nicht. Ja, ich mag das nicht. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Ich ist jetzt da einfach. Ah, das Floß ist jetzt da. Geht das einmal weg da oder was ist da? Was? Man kann da ein bisschen sehr anschieben. Ja, ich. Nicht draufhauen, du machst es kaputt. Nein, ich hab dagegen getreten. Ja, du machst es kaputt. Nur mal Segel setzen, Stefan. Kann man da irgendwie. Nein, das bringt nichts. Ja, steckt denn nicht fest, oder? Doch. Wahrscheinlich genau drunter. Sehr witzig. Der Unterbeiß ist genauso fetter Start, der sitzt drauf. Toll. Das ist voll gescheit. Ach, jetzt! Ah, den Stern da unten wegschmeißen, was da unten bei drinnen ist, vielleicht. Aber ich. Oh, jetzt gehen wir ran. Ja. Weg! Ah. Ah. Hoppala. Es geht nicht. Ich hab Chaos dabei. Es sitzt halt genau auf dem Stor drauf. Ja, aber genau auf dem Stand. Du ertrinkst jetzt am Ufer, oder wie? Ja. Es geht! Oder? Will mal. Ja, 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 ja. Los, du was. Ja, der hat bis genau auf den Stor gefahren. Sonne ist gestern gefahren. Ja, was soll das? Jetzt, wo Papa. Jetzt erwische den Felsen. Okay. Ich bin bereit, wir können haben Lust. Du hast es aber jetzt nicht wirklich an die nächste Küste gefahren, oder? Ich fahr geradeaus, also keine Ahnung. Ups. Aufsteigen, aufsteigen! Sonja, du musst zurück zur Handwerkstation fahren. Wieso? Weil das Floß halb hin ist. Ja, das passt schon. Na, fahr nicht. Aber was hast du hin? Ja, was jetzt? Soll ich jetzt da jetzt hinfahren oder nicht? Ja, einfach rechts rüber, dann können wir das reparieren noch. Ich lenke, aber irgendwie. Das schaut nicht gesund aus. Drahtzi. Passt schon, das machst du gut. Kann ich da nicht eine Handwerkstation aufbauen? Nein. Na? Oh. Vielleicht noch ein bisschen an die Küsten ran. Ja, ich trau mich nicht mehr weiter. Passt. Okay. Hopp. Das ist die Markierung da auf der Map, wo steht der Uralte, oder? Ja, genau. Okay. So viel Weide, war. Na. Über Hacke, da kann ich nichts abbauen. Boden einirren, sagt er dann. Na. Sicher.
Spitzhacke. Achso, na, die habe ich gar nicht mit. Scheiße. Die hast du noch gar nicht gebaut, weil du jetzt erst das Geweih vom Eichtier gekriegt hast. Oh je, Leute, da ist ein See. Ein großes Meer ist da. Ja, Floß bauen. Ja, müssen wir. Ach, der ist normalerweise nicht auf der gleichen Insel. Ja, und nein, wir brauchen da ein Schiff dann. Nicht wirklich? Schiff? Boah, das schaut bedrohlich aus. Ja, genau. Boah, wenn das da dunkel ist am Meer, das ist nur schwarz. Gefui. Mhm. Das schaut richtig aus. Ich fahr da auf keinen Fall mit dem Floß raus. Na. Da ist jetzt eine Schlange drin oder so. Ist der da drüben dann, oder? Ja. Ja. Und sag ich, der ist nie. Also, weißt du hin? Ja. So, ich habe jetzt auf zwei andere Maps gespielt und der war nie auf der gleichen Insel wie am Start. Der war immer übers Meer drüber. Boah, der Text ist so cool geschrieben irgendwie. Mhm. Kann man eigentlich von so Portale bauen und so, dass man da durchgehen kann und das irgendwie. Ja. Schneide er die sumpfige Zyste aus dem modrigen Körper. Ja, das wäre schon. Also die Viecher da. Dinge da. Cool. Was machen wir jetzt? Ich bin wieder da. Andi, wir kämen da nicht weiter. Wir brauchen ein Schiff. Ja. Im Floß darüber fahren, das ist das wird nichts, ne? Wie? Das heißt, wir kommen nicht zum Boss. Da ist ein riesengroßes Meer. Also nicht jetzt. Nicht jetzt. Ui, Schamane. Ich hab einen Trollkopf-Trophäe. Ja. Hilfe! Nein, ich bin tot! Scheiße! Oh. Was ist denn Ding? Ja, Berserker. Okay, nimm mal Keule. Hab die Block. Achso, das ist am Schild. Ja, war. Ich kann mal Steffi ihr Zeug mitnehmen, ha? Dann musst du nicht herlaufen. Ja, ich bin voll. Nehmt's mal Ausrüstung mit und das Fleisch, das brauch ich nichts. Das ist ein alles nur so. Hast du jetzt schon mal die Schmelze ausprobiert? Nein. Ja, hast du jetzt ein Zinn mit? Ich hab Kohle. So Zinn und Kupfer habe ich jetzt bei mir. Ja genau, dann da kommst du her. Achso. Oh. Ich bin sehr traurig. Warum? Oh, schau. Da ist gerade voll. Oh, schau. Und auf der anderen Seite. Ja. Da. Und da hast du jetzt die Erze rein und dann kommen wir von die Bahn raus. Achso, nein, ich hab Barren dabei. Barren habe ich dabei. Achso, schaust du gesehen, da ist gerade rausgefallen. Ja. Der Bahn brauchst du nicht. Ich bin so traurig. Und Steffi hat's aufgesammelt. Wieso bist du traurig, Sonja? Ja. Ah, mit Holz mache ich Kohle. Ding. Also nicht, ich geh so Holzkohle. Traurig. Ja. Steffi hat's gerade am Bahn aufgesammelt, glaube ich. Ja. Und jetzt kann ich gar nicht mehr gehen. Ah. Oh. Bahn einfach in die Kiste. Du kannst das einfach in die Kisten legen, Steffi. Okay. Wir haben da draußen oben der Werkbank, in die oberen sind fertige Bahnen drinnen und unten sind dann so Erze und das drin. Okay. Und Kohle. Da, schau her. Haben wir da eine Kohlekisten. Ja, da, okay. Warte nämlich ein bisschen los. Oh. Also meine Figur kann definitiv keine Treppen leiden. Am Flug kann man bauen. Wow. Bronzepfeil. Mir ist es ein Spawnpunkt, ich kann nicht weg. Du bist also doch zum Spawnpunkt hingegangen. Ja, es sind zu viele, da schaffe ich das nicht. Das habe ich aber gesagt. Aber sie glaubt es halt nicht. Ah, ja. Müssen wir wieder deine Sachen holen? Ja. Skelett! Ja. Skelett! Distel! Ah! Scheiße! Und weg. Tschüss! Ah. Oh, wir haben kein Kupfer mehr. Na, ich hab's auch gesehen. Boah, das hat sich schneller verbraucht, als was ich gemeint hab. Aber wo ist das Kupfer?
Ja, verarbeitet. Brosse gemacht. Bronze. Ah. Okay. Check schon. Ja, sie hat es ja ganz klar gesagt. Ach so, Bronze. Was Liebling, Kimeru. Ah, ist auch cool. Der Stefan, du brauchst nur Schüdel. Warum? Weil jeder eins hat. Du bist der Mitläufer. Nein, nein. Du merkst. Nein. Doch. Schau mal her. Ihr habt euch so schau irgendwelche. Ja. Ja, ich wenn ich jetzt. Ich schau mal jetzt mal die Schüdel und pass auf. Gunvar Odins rechter Haken. Kimeru Ivas Liebling. Ja. Kralla Lokis ja. Schüler. Ja. Und? Was sagt er das jetzt, wenn bei mir einfach Domael steht? So wie du bist. Gott liebt. Dass du. Dass die cool so weit drüber ja, steht, genau. Dass ich Anhänger habe. Ah, es gibt ja. Leute, die nehmen dann Domaels linker Fuß zum Beispiel. Ah. Das wird nie passieren, Stefan. Das ist schon so. Dann habe ich ja keinen Beinamen. Andere du hast keinen Beinamen? Nein, weil die keiner kennt. Die wissen nicht einmal, dass du da bist. So, so ist es, glaube ich. Nein, nee. Nein. Das ich frage einmal an Odin. Nein, ich frage noch bei Odin. Wenn der das nicht weiß, dann. Was soll das? Odin ruft bei mir ständig an und fragt noch. Sagt immer, wie cool ich bin, oder? Nein, immer. Also. Aha, wie soll ich das? Ich würde gerne eine neue Welt erschaffen. Wie und wo? Baust man eine neue Welt? Ja, mach ich da. Wo ist der Andreas? Wo bist du? In dem einen Dungeon da. Hey, warte doch auf uns. In dem anderen, da bin ich ja gekommen. Du darfst gern mitschuften, da. Ja. Ja. Ich hab mehr. Immerhin für die Ausrüstung. Anscheinend. Ich hab mehr wie genug. Woher hat er denn die Kupferausrüstung? Ich hab keine Kupferausrüstung. Wahrscheinlich eh schon Bronze. Nein, ich hab nicht einmal Bronze. Nicht einmal. Für armselig Würstchen. Ja. Es wäre das so leicht, dass man Bronze Axt hat. Ja, ist. Was ist immer in der Kiste drin? Ja. Boah, ah, doch, jetzt. Ah, okay, ja, doch, doch. Nebel, Nebel. Jetzt hast du bei mir ein bisschen. Ja, aus da sind sie schnell weg. Hast du was gegessen? Boah, das schaut unheimlich aus. Weil ich jetzt erst gerannt bin oder so, kann sein. Ja, du hast dir unten auf dem Balken. Und wenn der leer ist, dann. Ja, ah, ja, toll, dass man das sagt, Stefan, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Die Oster ist generell voll schnell weg. Willkommen, sagt er. Oh, das siehst du nicht einmal im Dorf aus. Die Heiser, gell? Du findest nicht einmal die Heiser. Voll cool. Ja. Also, dass es verschiedenes Wetter gibt, ist schon cool. Ja. Selbst die Häuser, wo drin der Feuer brennt, siehst du halt so gut wie gar nichts.